Hallo, ich bin Carsten in Ratingen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich nehme euch heute mal auf einen kleinen Spaziergang durch das Angerbachtal mit. Also bin heute in der Gegend von Ratingen unterwegs. Der Angerbach ist ein, wenn ich richtig gelesen habe, circa 38 Kilometer langer Zufluss des Rheins. Ja, und durch dieses schöne Tal nehme ich euch heute mit. Und wenn ihr Lust habt, bleibt ihr dran. Ja, und das da oben ist die A3. Und wenn ihr euch wundert, warum das jetzt hier relativ still ist, ich habe mir den Tag heute extra ausgesucht, weil oben auf der A3 ist heute eine Baustelle. Und dementsprechend ist hier das Teilstück komplett gesperrt. Und im Moment höre ich hier eigentlich nur das Wasser rauschen. Ja, jetzt ging es hier gerade eine kurze, aber knackige Steigung raus aus dem Tal. Und jetzt bin ich hier oben auf freiem Feld. Und ist auch schon ganz schön windig hier. Ja, und von hier oben hat man dann auch einen schönen Blick ins Rheintal. Auch wenn man da heute bei dem trüben Wetter nicht so viel von hat. Ja, hier oben kann man auch wieder schön merken, wie schnell man, wenn man so dem Wind ausgesetzt ist wie hier, auskühlt. Gerade nachdem es da hinten jetzt gerade knackig bergauf ging, da wird einem natürlich schön warm. Man kommt auch ein bisschen in Schwitzen. Und dann kommt man raus auf die freie Fläche und der Wind pfeift hier echt ganz gut. Also ich bin froh, wenn ich jetzt gleich mal wieder irgendwo im Wald bin oder sowas. Also langsam wird es immer dunkler. Und die Luft immer feuchter.
Ah, noch 2 Kilometer. Vielleicht habe ich Glück und ich komme noch trocken ins Auto. Schauen wir mal. Ja, sieht so aus, als hätte ich so gerade noch Glück. Ich habe jetzt noch, habe gerade auf den Navi geschaut. Sowas um die 900 Meter bis zum Auto. Ich denke mal, da sollte ich noch einigermaßen trocken dann ankommen. Ja, ich muss sagen, ist hier eine schöne Runde. Auch wenn ein Teil über Straße geht, beziehungsweise ja, Straße ist jetzt übertrieben, halt so Feldwege, geteerte Feldwege. Aber das finde ich jetzt noch gerade so im Rahmen, dass es in Ordnung ist. Aber dafür wird man auch mit einer ganz tollen Gegend hier entlohnt. Da kann man dann auch mal ein paar Kilometer Asphalt treten. Ja, ich hoffe, es hat euch heute mal wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.